Ich wollte sie eigentlich jetzt, die Idee war halt von mir jetzt, ich sperre sie aus und kann diesen Orichalcum-Detektor verwenden. Aber ich schließe das Tor. Ja, gibt ja keinen Sinn. Ich meine, warum sollten wir das Tor verschließen, ne? Was sollen wir jetzt machen? Wir rennen ja gerade nur wahllos im Kreis rum. Wir gucken uns jetzt mal ganz in Ruhe hier um. Also. Ich benutze jetzt mal in jedem Raum diesen Detektor. Es zeigt immer nur auf Sophias Halsband. Kann ich den nicht irgendwie mit was verbinden oder so? Durchgang. Also in jedem Fall immer auf Sophia. Weil die Idee war halt, der schlägt ja eigentlich, der müsste ja auch trotzdem ausschlagen, wenn genau, wenn wirklich haargenau in der Nähe irgendwo noch ein anderes Orichalcum sich befinden sollte. Das müsste ja eigentlich, vielleicht reagiert er hier, ja? Ne, er zeigt immer nur auf Sophias Halsband. Ob ich will oder nicht. Sophias Halsband, obwohl gerade Sophia nicht da steht, wo er hingezeigt hat. Ja, so kommen wir nicht weiter. Also, so kommen wir einfach nicht weiter. Wir sind noch lange nicht durch, glaube ich. Ach, warum müssen es immer Labyrinthe sein? Ist das wirklich? Hier steht nur normal. Ich habe jetzt, ich bin überzeugt, der Kartenraum hinter der nächsten Kammer liegt. Ich komme nicht an den Tor vorbei. Ja gut, wir sind ja an den Tor vorbeigekommen, aber auch ohne den komischen Detektor da. Das zeigt ja immer auf Sophia. Also brauche ich gar nichts mit dem Detektor. Ja, irgendwas muss ja liegen. Es geht gar nicht anders. Also Durchgang. Hier ist halt nichts. Hier ist nichts. Was soll ich sagen? Ich mach jetzt mal hier Pixel Hunting. Vielleicht finde ich ja doch was. Aber scheint nicht der Fall zu sein, Leute, ne? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir haben auch einfach nur eine ganz große Mauer. Das Einzige, was wir jetzt hier haben, sind diese Knochen, da will ich nichts mit zu tun haben, und zerbrochene Säule. Ist nur ein klumpenbrüchiger Maurerarbeit. Ja, wir wissen es doch. Ist doch alles richtig. Ja. Also hinten sieht doch fast wie so ein Durchgang aus, ne? Aber ist es wahrscheinlich nicht. Gut, ich bin jetzt an den Punkt gekommen, wo ich hier noch wild rumdrücke. Weil ich keine Ahnung habe, wo es lang geht. So viel hilft mir auch nicht. Also, bin jetzt ein bisschen unzufrieden bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was machen wir jetzt? Wie gesagt, irgendwas muss hier noch sein. Irgendwas, das ich hier nicht sehe. Ja, also es ist halt, wenn man blind spielt, ne? Da ist es halt oft so, dass man keine Ahnung hat, wo es lang geht. Kann ich denn mit dem reden? Kann ich den mitnehmen? Kann ich eigentlich die Notiz mitnehmen? Habe ich das schon mal probiert? Er sollte sie behalten.
er sich sicher, dass es dahinter ist, bla bla bla. Steintrümmer, ich meine, ich brauche keine Kiesel. Wasserfall, na wartet mal. Wie praktisch. Eine Kette verläuft hinter dem Wasserfall. Das muss das Gegengewicht für den Aufzug dranhängen. Aha. Moment, Mr. Jones. Wo zum Teufel willst du jetzt wieder hin? Boah, ich kletter die Kette hoch. Ja, du kommst besser wieder zurück. Vertrau mir. Uff. Ah, ouch! Ah, jetzt sind wir hier oben. Ich hasse es, nass zu werden. Naja. Aber du hast doch deine wunderschöne Lederjacke, da prallt das doch alles ab. Ist doch wunderbar. Naja. Soweit ich das beurteilen kann, der echte Minotaurus. Ich frage mich immer, warum die Minoaner so versessen auf ochsenköpfige Figuren waren. Jetzt können wir aber mal wirklich unser Dings hier ausprobieren. Es zeigt nirgendwo hin. Es darf in der Nähe kein Dings geben. Ein Problem ist ja, wenn ich mich jetzt da drauf stelle. Nur so andotzen geht nicht, also irgendwann geht das mit mir nach unten. Aber ich muss irgendwas Schweres drauflegen. Vielleicht einer der Steine? Nee. Was? Versteckte Tür? Also das ist die versteckte Tür, die wir gerade... Ja, alles klar. Weißt du was? Wir machen das mal. Wir kommen dann wieder zurück, aber... Es zeigt nirgendwo hin. Wir laufen jetzt einfach mal wild rum. Vielleicht bringt das ja irgendwas oder so. Ja, kann auch einfach sein, dass... Ich glaube, ich muss wirklich Sophia jetzt wieder retten, oder? Ich meine, ich kann die doch nicht einfach da... Aber ich meine, jetzt haben wir mal die einzige Möglichkeit, jetzt haben wir die einzige Möglichkeit, wirklich hier den Fisch auszuprobieren. Aber der reagiert ja auf gar nichts, also wahrscheinlich müssen wir wirklich Sophia retten, ne? Nee, forget it. Da ist ein Statuenkopf im nächsten Raum, oder? Wenn ich nur von hier aus herankäme. Statuenkopf. Eine Büste von Zeus, was machen dir? Okay. Ja, nimm mal den letzten Statuenkopf. Ach, jetzt bin ich wieder draußen. Muss ich einen liegen lassen oder was wahrscheinlich, hä? Büste von Zeus, Büste von Ares, Büste von Apollo. Ja, ist nicht schwer genug. Wahrscheinlich kann ich den Tonkrug mit Wasser füllen. Der ist dann schwer genug, oder? Okay, schon mal gut so. Gut, dass wir uns nochmal umgucken. Also hier, dieser Büstenkopf habe ich nämlich komplett übersehen, scheinbar. Wer weiß, wofür wir die noch brauchen könnten. Wird sich ja zeigen. Gut, zwei Statuen. Statuenköpfe. Lass mal wieder zurück zu Sophia, dass wir die retten können. Wenn ich es nur finden würde, wie gesagt, ich habe keine Orientierung, aber den muss ich ja irgendwo befinden. So. So, jetzt müsste ich sie eigentlich. Ja, so geht's nicht. Und jetzt komme ich wieder runter, aber das bringt mir auch nicht viel. Ja, ich bin immer noch nicht zu schwer, ne? Gerade sind wir beide runtergekommen, weil wir zwei Personen waren. Dann kann ich hier die Tür öffnen vielleicht. Da kommt Wasser durch. Das hast du gut erkannt. Ich frage mich halt nur nicht, warum... Ja, vielleicht brauche ich wirklich eine dritte Statue. Aber wenn ich das mache, dann geht die Tür einfach zu. So, was haben wir denn hier? Hier waren wir auch noch nicht. Regal. Ein Marmorregal.
Das war's. Marmorregal. Boah, stopfen wir das dann mal rein. Okay. Ja, scheiße, wir brauchen wirklich alle drei. Also, alle drei Köpfe, aber wir müssen... Wir bauen also irgendwas als Gegengewicht. Oha. Nein! Das tat weh, na gut. Der Hüftenbruch, den lassen wir mal über uns ergehen. Okay. Aber ist schon mal gut, dass ja wenigstens jeder Raum ein bisschen anders aussieht. Also das heißt, irgendwo kommt man doch lang einige Knochen. Zerbrochene Säule wieder. Was ich halt nicht verstehe ist, warum nimmt der Gute denn nicht einfach das Geröll mit? Ich meine, Geröll wird ja schon ziemlich, wenn man davon einige sammelt, ziemlich schwer sein. Das müsste ja eigentlich reichen als Gewicht, aber tut es scheinbar nicht. Ach du Scheiße, ey, wo bin ich? Ich komme nicht ran. Ja, ich auch nicht. Warum muss eigentlich... Warum müssen die frühen LucasArts-Spiele eigentlich immer irgendwie Labyrinthe haben? Das ist wirklich... Labyrinthe sind echt mein natürlicher Feind. Ja, also das ist das Problem. Jetzt nehmen wir das mit. Die Tür ist geschlossen. Es sei denn, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir haben noch diesen wunderschönen Stab von der Leiche von Dr. Sternhardt. Warum klemmen wir den denn nicht einfach dahin? Wieso wird das nicht funktionieren? Das kann doch hier so das offen halten. Nicht? Nutze Stab mit Durchgang. Schade. Vielleicht den Holzstift hier irgendwie dazwischen klemmen, oder? Ich meine, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Also entweder... Ach, oder wir machen es mal so, warte mal. Oder wir machen es so, dass wir am Eingang stehen bleiben. Und mit dem Holzstab uns die Statue ranholen. Auch nicht. Das muss irgendwie möglich sein. Also wohlgemerkt, die Steinplatten können wir nicht irgendwie einfach verwenden, um... Das geht nicht, ne? Büste von Ares. Ich meine, gibt es jetzt auch eine irgendwie, die vielleicht schwerer ist als die anderen? Also ist ja schön zu wissen, dass wir ja Ares, Zeus und sowas haben, aber... Also meine Idee wäre halt wirklich noch, dass man hier irgendwie... Entweder das Regal blockiert oder den Stab hier irgendwie rein drückt oder einen Holzstift. Zerbrochene Säule. Und zum Beispiel jetzt hier eine zerbrochene Säule. Auch nicht. Hm. Warte mal, ich habe jetzt eine ganz blöde Idee. Vielleicht funktioniert es, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe dieses komische Vermessungsgerät liegen lassen. Ich meine, wer weiß, kann ich mir jetzt zwar nicht vorstellen, aber vielleicht ist das ja schwer genug. Vielleicht kann ich das rauflegen und dann reicht das aus. Muss man natürlich jetzt über den ganzen Weg hier langlatschen. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass wir hier nichts mehr machen können. Ist wahrscheinlich auch eine blöde Idee. Das wird es nicht sein mit dem Vermessungsgerät. Ich sage jetzt, wir haben ja auch viele Steine liegen. Also zum Beispiel haben wir auch den Stein da hinten zum Beispiel. Der wird hundertprozentig schwer genug sein, aber da sagte Jones ja nur, ja, Haufen Geröll, Stein. Kann ich nicht bewegen. Na dann nimm den Vermesser mit. Und diese Ochsenkopfstatue oder Ochsenschwanzstatue. Die ist ja fest. Ah, diese. Ich will die nicht mehr tragen, ne? Okay, dann hat es erledigt, dann kann ich auch wieder zurückgehen. Dann wird es eine andere Lösung des Problems geben. Du. Hm.
Ja, das Problem ist, wir haben nichts Gewichtiges. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist wirklich, dass wir den Tonkrug irgendwie mit Wasser füllen. Weil wir waren ja an der Wasserquelle, aber die konnte ich irgendwie nicht anwählen. Das ist halt das Problem. Und mit so der alten Kaugummi. Ja, das ist Quatsch, oder? Also mit dem Kaugummi vielleicht den Mechanismus verkleben. Das wird es nicht sein, also. Ganz sicher nicht. Ich meine, warum sollte es das denn sein? Das ist die Frage der Fragen, ne? So. Ja, wir können es probieren, aber ich glaube nicht. Aber vielleicht der Peitsche, meine Lieblingsausrüstung. Ja, das freut mich ja, dass du mit deiner Peitsche so gut bist. So, um Statuenkopf. Nee, der macht nicht, was ich will. Also, der versteht's auch nicht. Wir können wirklich erstmal, wir machen mal Folgendes, warte mal. Ich will mal gucken, ob die irgendwie unterschiedlich schwer sind oder so. Ja gut, ist aber auch egal. Ich meine, am Ende des Tages muss ich trotzdem da durchkommen. Stab, was soll ich eigentlich mit diesem blöden Spazierstock anfangen? Hätte ich nur irgendwas Schweres. Es ist halt wirklich wahr. Der Tonkrug. Wisst ihr, ich meine, ist ein leerer Tonkrug schwer genug? Nee, natürlich nicht. Das heißt, wir werden jetzt erstmal eins hinsetzen, wir müssen uns noch ein bisschen umgucken. Also irgendwie. Irgendwas fehlt hier noch. Irgend so ein ganz entscheidender Faktor. Fehlt hier noch. So, hier ist eine Sackgasse. Ach, Labyrinthe, das ist. Jetzt wollte ich noch meinen Albtraum verfolgen. Das hatten wir schon bei Indie 1, wir hatten schon bei Zack McGregor. Das ist wirklich. Verstehe halt nicht, warum man nicht wenigstens eine von den Dingern da mitnimmt. So. Ah, Statuenkopf. Ach, aha. Sieht erwacklig aus. Na dann, nimm noch mal deine Peitsche. Krack. Wollen wir den mal mitnehmen? Und wieder einmal. Das war eigentlich nicht meine Idee, ich wollte eigentlich den Kopf mitnehmen. Guten Tag. Der Fahrstuhl ist da. Tja. Und da fährt er wieder. Ja, sage ich ja. Warte mal. Na, siehst du, so funktioniert es nämlich dann doch nicht. An den Statuenkopf, den werden wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Ich meine, wir haben jetzt dieses Rätsel entdeckt mit den drei Statuen. Boah, das Wasser ist kalt. Okay, ich kann es scheinbar nicht von hier oben nehmen. Stellt sich natürlich darauf, hätte sich ja auch so nach vorne beugen können. Das wollte er dann doch nicht scheinbar. Dann müssen wir es halt so machen. So, jetzt nimm mit. Der ist zu schwer. Was ist denn? Ja, hier komm mal drauf und wir kicken das dann runter, oder? Keine Ahnung, was weiß ich. Nein, das. Der ist zu schwer, okay? Ja, was hat mir das jetzt gebracht? Okay, ich komme jetzt schon mal hier runter, was Schönes. Aber das Rätsel mit den drei Köpfen kann man trotzdem nicht lösen. Uah, ouch. Ja, oder wir müssen den irgendwie der Statue einen anderen Kopf geben jetzt. Aber das ist doch Quatsch, oder? Wollen wir den nicht hier.
Ach Mensch. Irgendwas muss ich damit doch machen können. Ziehen. Wegdrücken. Ziemlich groß. Okay, wahrscheinlich. Ich mache jetzt mal die Idee mit dem Krug. Ist voller Wasser. Nein, sieh mal einer an. So. Jetzt machen wir das nochmal. Jetzt haben wir Wasser im Krug. Und können damit wahrscheinlich auch dann endlich mal das Regal nach unten drücken. Jetzt muss ich natürlich noch finden, wo das war. Keine Ahnung. Ach ja. Möchtest du den spielvollängernden Bau einfach ein Labyrinth ein? So, hä? Sieh mal an, da nehme ich, muss ich durch. So, merke ich mir. Kann ich mir eh nicht merken, aber gut, ist ja jetzt einfach nur Treppe hoch und nach links. Das dürfte ich mir eigentlich dann doch behalten können. So, jetzt nehmen wir uns das. Ist in Ordnung. Und jetzt aber ein voller Krug. Wird ja von der, oder? Warum nicht? Wieso denn nicht? Verstehe ich nicht. Ja gut, dann versuchen wir es halt mit dem Wasserkrug. Nee, warte, geh wieder zurück. Versuchen wir es halt bei der anderen Statue oder bei dem anderen Regal. Das muss ja jetzt einen Grund haben, warum ich den mit Wasser gefüllt habe. Eins. Nummer zwei. Ich glaube, ich brauche etwas Schwereres. Tja. Was will er von mir? Was will der Typ von mir? Wirklich. Also. Ich hätte ja sonst gesagt, wirklich, dass. Ich war mir jetzt eigentlich sicher, dass es klappt mit dem Wasser und dem Regal und alles. So, das Ding will er ja nicht nehmen. Da sagt er, das ist mir zu schwer. Aber wir haben jetzt auch nichts, womit wir es leichter machen können. Ich meine, wie? Und drücke. Ich kann es aber auch nicht mit dem Stab zerschlagen, oder? Ich habe ja nichts so. Wird nicht funktionieren. Mit der Rippe irgendwie vielleicht. Mit der Peitsche. Weil das wäre so das perfekte Gegengewicht eigentlich, oder? Ich lege hier unten was hin, damit das zertrümmert wird. Ich meine, warum sind Dinger da unten? Das heißt ja eigentlich, okay, hier unten kann man irgendwas zerstören. Das soll mir das doch eigentlich das sagen, oder nicht? Tja. Hier unten komme ich nicht weiter. Ist Quatsch hier, keine Ahnung. Das ist Unsinn, was ich hier mache. Tja, Leute, ne? So ist es manchmal.
muss sagen, also irgendwie am Anfang bin ich noch ein bisschen besser durchgekommen. Also jetzt gerade sind die Rätsel echt knackig, muss man sagen. Das ist nicht ohne hier. Ich werde jetzt mal wieder runter. Also ich kann halt den Minotaurus weder wegkicken noch irgendwie. Ich kriege da halt gar nichts hin. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt klettert er wieder hoch, alles klar. Uff! Ha! Autsch! Ich bin mit meinem Latein so ein bisschen am Ende, muss ich sagen. Also. Das hier, ja, ich brauche was Schwereres, ist mir halt klar. Ne? Ich meine, ist der gleiche Hebelmechanismus. Ist der gleiche Hebelmechanismus wie bei dem anderen Ding. Habe ich jetzt schon verstanden. Aber entweder müssen wir einen anderen Kopf finden, der nicht so schwer ist, dass er gleich hier Wein zusammenbricht. Oder wir müssten den einen Kopf so ein bisschen verkleinern, was auch nicht geht. Jetzt gerade sind wir wieder hier, das bringt mir auch nichts. Wie gesagt, den Kopf will er nicht nehmen, den Minotaurus. Ich war mir jetzt so sicher, dass wir diesen Minotaurus-Kopf uns einfach schnappen müssen. Ja, oder wir müssen so. Na, aber das ist Quatsch, oder? Dass wir Sophia irgendwie vielleicht ja hochbringen, dass die das erledigt für uns. Ja, wie gesagt, dann. Die Sache ist, die Tür geht ja auch nicht sofort runter. Ich meine, die geht schon relativ schnell nach unten, aber sieht ja fast so aus, als ob man da irgendwie doch was machen könnte. Ach, wisst ihr was? Ich gucke jetzt mal kurz nochmal rein. Egal jetzt. Da ist doch genau das, was ich letztendlich gesagt habe. Okay. Also, das, was ich jetzt gedacht. Ich denke immer richtig. Genau das, was ich nämlich meinte. Also, von wegen, ich muss mir die von weit her holen. Also, passt mal auf, Leute. Wenn ich hier stehe, so in der Nähe von der Tür, wie ich das gemacht habe, geht's nicht. Ich muss wirklich durch die Tür gehen und dann kann ich mit der Peitsche mir die ranholen. Naja. Na gut, na gut, na gut. Also war davon mit sehr genau den Gedankengang, den ich hatte. Also das war jetzt ja nur so ein bisschen Haarspalterei. Speichern mal lieber nicht, dass jetzt der ganze Fortschritt irgendwie verloren geht. Labyrinth 1, komm, da sind wir jetzt. Da war eigentlich alle Möglichkeiten durch und ich meine, die Möglichkeit, die ich jetzt gerade, die Lösung war, hatte ich ja schon. Ne? Ich wusste nicht, dass ich jetzt extra in den nächsten Raum gehen muss. Das reicht ja, wenn ich hier unter dem im Durchgang stehe. Na, dann können wir es auch hier draufsetzen. So. Und dann sollten wir ja eigentlich auch weiterkommen. So, na, geht doch, geht doch. Schauen wir, was wir Schönes finden.